wo auch immer du jetzt hingehst, um zum Kämpfen, viel Glück dabei. Der Regen ist viel zu laut, als dass man etwas hören könnte. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Du hast eine Spule gehabt, gell? Nicht einmal. Sag, die Wurzeln brauche ich ja an sich nur für die Tränke, ne? Die Tränke nutze ich ja nach wie vor so gut wie nie. Ich glaube, da kann ich mal einiges noch sparen am Inventarplatz. Also schon sammeln, aber dann auch immer wieder verchecken. Weil du kriegst das an sich eh immer wieder. Ja, Fleisch sollte ich halt noch sammeln. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Da ist Grata. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Hier sind deine Gebetsperlen, Grata. Sei vorsichtig. Im Becken ist es nicht mehr so sicher. Urmutter. Jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Grata, lange Zeit haben Rost und ich dir geholfen. Aber Rost ist fort und ich bin Sucherin geworden. Du musst stark sein, Grata. Wenn nicht für Rost oder mich, dann für die Urmutter. Okay? Urmutter, so viele deiner Schößlinge und Küken wachsen heran, werden stark und verlassen mich. Es ist dein Wille und die Erinnerungen sind mein Schatz. Höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Das muss eine verdammt lange Kette sein. Quests. Lass mich dir zuflüstern, wie das Rascheln des Grabes. Führt weiter dein Selbstgespräch mit der Urmutter. Und wir treten in die Fußstapfen ihrer Mutter. Hä? Schauen wir mal. Libelle. Juhu. Ein Wächter. Juhu. Noch ein Wächter. Juhu.
Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Oh, hilf mir doch jemand! Ich bin noch Single! Ich bin noch Single! Maschinen gerettet hast. Was? Du hast Cheese vor 4, wäre ich dann und bist allein unterwegs? Kann ich nicht tragen. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, sofort, wenn ich fertig bin mit Auswerten. Meine Güte, ist doch ein Stress. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Wo führen ihre Spuren hin? Aha. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Trägt er doch im Ressourcenbehälter auf seinem Rücken. Oder? Mutters Wiege. Sehr nützlich. Ich wurde nur nicht sauer, Alter. Boah, der war schön. Das war nötig. Naja, so nötig war es noch nicht, aber bevor wir uns da einfach umlassen. Aha, jetzt geht's. Guck mal, wenn man weiter der Plünderer-Spur. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Das schaut da hinten aus wieder. Ist das der Plünderer? Nö, das ist ein Wächter.
Noch eine verdorbene Zone. Kurz mal speichern. Er ist in den Schnee gewandert. Ach, da oben ist er ja. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. So, jetzt hole ich mir den Speer. Schon wieder Retour. Das war jetzt gemein, ich hänge auf der Ecke und du nicht. Arsch. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Können wir jetzt eigentlich, wenn ich hergehe, Inventar? Wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Ich hätte gern probiert. Nur probiert. Ich hätte es gar nicht haben wollen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht... Ich glaube, wenn du mit dem Level gehst an sich, dann wird es ungefähr so wie der erste Durchlauf. Glaube ich. Ob es so ist, ist die andere Frage. Ah, da ist noch eine. Ich bin mehr als bereit für dich. Bist ein Händler? Tatsache. Aloy, du sollst ja einiges durchgemacht haben und bist jetzt Sucherin. Schön, dass du noch atmest. Danke, Cast. Also, gibt es denn Sucherrabatt? Haha, ich sehe, du hast dich nicht verändert. Okay, dann mal los. Du tust, als ob wir die Uhr-Mission machen würden. Ich will ja nur handeln mit dir. So. Ja, ich tue es einfach mal weg. Es bringt ja nichts. Wir schleppen das seit Ewigkeiten mit uns herum. Wirklich seit Ewigkeiten. Schüttelt alles mal, wenn wir noch für irgendwas brauchen, schätze ich. Leuchtendes Geflecht, die 5 tun wir weg, 2 behalten wir uns. Kristallgeflecht um 1 weg, 5 behalten wir uns. Die Skulpturen bleiben auf jeden Fall, die werden wir noch brauchen. So. Da, Wächterlinsen, alle weg.
25 Wüstengas. Eine Läuferlinse kommt weg, Plündererlinse kommt weg, Graserlinse kommt weg, Panzerwanderer, Pirscher, Versänger, die bleiben mal. Verderber, Schnappmal, Langbein, Sägezahn. Pass auf, Sägezahn haben wir kein Problem, Langbein haben wir kein Problem. Grau habe ich, behalten wir uns einmal. Todbringer, die werden wir definitiv noch aufheben. Donnerkiefer, die werden wir sich auch noch behalten, wobei haben wir schon vier. Feuerklauenlinse, die brauchen wir sicher noch für irgendwas. Tierschweif-Talisman. Aber heben wir mal auf, vielleicht brauchen wir noch viele Ressourcen. Maschinenkern groß, einen können wir wegtun. Jetzt mal 200 Zünder verkaufen und 100 Drähte. Ja, komm. Oh, waren 4000 Scherben. No. Modifikationen. Wow, 40% Schaden, 14%, das ist gut. Bleibt einmal. Feuer und Schaden, Feuer und Eis. Also ganz ehrlich, ich gehe dann eher. Nee, lass mal trotzdem. Für die Schleuder zum Beispiel gar nicht so schlecht. Nur Feuer können wir wegtun. Das hat an sich keinen Wert. 13% Handhabung, nee. Schock, Abriss, Eis. Schock, Schaden. Schock benutzen so gut wie nie. Verderbnis und Handhabung könnte ich mal für den Bogen für einen neuen gut vorstellen. Fernangriffschutz brauchen wir nicht. Nahkampfschutz ist nicht verkehrt. Nur den Elementschutz, solange es nicht 40% oder was sind, können wir wegtun. Weil wegen dem. Nicht möglich, okay. Schockschutz, Feuerschutz. Verderbnisschutz, 30. Noch 17 über. Ganz ehrlich. Die finden wir immer wieder. Wie läuft's denn so, Cast? Schon ein neues Opfer gefunden? Nicht alle sind so naiv, fürchte ich. Ehrlich gesagt läuft's nicht so gut, weil alle möglichen Kunden oben auf dem Berg beten. Warum bist du nicht da oben? Beten ist nicht wirklich mein Ding. Nein, zum Verkaufen. Keine schlechte Idee. Ich muss jetzt mal weiter. Und ich will hier mehr Kunden haben. Du willst handeln? Ich mach dir den besten Preis, versprochen.
einfach wieder ein bisschen entdeckt mit Tränken. Mach's gut, Karst. Lass dich hier draußen. So. Es sollen von diesen Statuen noch ein bisschen mehr herumstehen. Vielleicht wollen wir die mal suchen. Aber ich glaube, dann machen wir, wenn wir da durch sind. Ich würde nämlich nach dem Durchlauf auf Neues Spiel Plus wieder zurückwechseln auf den alten Spielstand. Weil dort möchte ich alles komplettieren. Da möchte ich die Schildweberin, das Schildweberin-Outfit. Dort möchte ich die ganzen 100% quasi machen. Das Neues Spiel Plus gilt jetzt nur mal, dass wir das Spiel eben auf dem Schwierigkeitsgrad durchspielen. Ich wollte es ja eigentlich nur durchrushen, aber ich habe mich dann doch anders entschieden. Wir nehmen ein bisschen mehr mit. Weil so zwider ist das ja nicht. Stufe 15. Sollte unserem aktuellen Level circa entsprechen. Aber gleich da zum Beginn. Sagt jetzt eigentlich unser Inventar. 94 heißt 26 Plätze, ist auch nicht die Welt. Sollten wir Herzen verkaufen, wir sollten uns nicht so in die Hosen scheißen, also wie ich. Aber zuerst möchte ich die Waffen mal haben, ne? So, pass auf, 26 waren frei, ne? 25, okay, geht sogar. Geht sogar. Was bist du nochmal? Zersprengerladung, stimmt ja. Ja, Zersprenger, der ist. Den Rassler möchte ich mir auf jeden Fall noch holen. Der wird sicher noch nützlich werden. Aber Zersprenger, ich glaube, den wird man nie so richtig benutzen. Wobei der eigentlich gegen Panzerwanderer sehr gut sein müsste. Plünderer. Nö, nicht so sexy. Nicht ganz so girl. Das schaut mir doch nicht sehr tief aus. Ein sehr stabiles Fass. Tatsächlich. Da dürfen wir nicht rein. Okay, wir folgen mal dem Questweg und dann kommen wir direkt vorbei da. Ist schon da. Ja, du Schwein, du. Normale Plünderer. Na, bist du satt im Mittel? Bist du immer so jung, gell? Wie komme ich denn da runter? Von da hinten? Aber wie komme ich da nach hinten? Da war ich ja gerade schon. Alter! Wollte ich da jetzt einen Umweg gehen? Da
da kommt ich übers Lagerfeuer. Wo ist denn das Lagerfeuer? Nördlich. Ja, wenn ich da hinkomme, wäre ich schon unten. Das geht nicht gut. Das könnte, aber wird's nicht. Da schaut's doch mal ganz sympathisch aus. Mal's übersehen. Jetzt? Nicht mit uns. Da ist auch zu. Weißt du, wirst du wohl ausgrenzt? Was soll denn der Scheiß? Und dann? Schöne Pose! Scheiß drin. Wie war das? Bei Beten ist der Arsch das Höchste, ne? So, am Lagerfeuer. Aber ich komme da nicht rein. Ich mag da rein ins... Da. Ich kapere euch gleich. Arschlöcher. Schauen wir mal, ob es da seitlich irgendwo runter geht. Oder hoch. Sag ich doch nicht mit mir. Was ist da unten? Das war jetzt so schwer, dass man uns da nicht durch hat lassen. Wo ist denn die Zone? Direkt vor uns. Sollten wir vielleicht auch gleich die ersten Maschinen sehen. Plünderer. Plünderer. Ober uns, ne? Zwei, drei, vier. Ja.
Ich kann es noch schaffen. Hui, war zu langsam. Wow. Was hat der das für Schaden gemacht, ne? Was ist das für ein Angriff? Schau mal. Das wird mir noch weiterhelfen. Mhm.